Frau Lange, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview. Ich Sie auch und alle Zuhörer. Vielen Dank. Frau Lange, Hamas und Israel haben sich nach 7 Wochen Krieg auf eine langfristige Waffenruhe geeinigt. Die Gefahr einer weiteren Eskalation bleibt allerdings bestehen. Die erste Frage, die wichtigste Frage, die man sich hier stellt, ist, was hat dieser mörderische Spaß überhaupt gebracht? Ich werde Ihnen sagen, was hat das gebracht. Das hat gebracht, fast 2200 palästinensische Toten, Zerstörung von Gaza, 500 getötete Kinder, 10.000 und etwas Verletzte, ich weiß nicht genau. Das ist eine Katastrophe und 93 oder 97 israelische Opfer, darunter 8 oder 9 Zivilisten, alle anderen sind, wie heißt das, Soldaten, aber jeder Tote ist ein Tote zu viel. Das ist doch schade, dass man so etwas Schreckliches macht. Das war die dritte Attacke von Israel gegen Gaza während dieser 6 Jahre. Frau Lange, was wären überhaupt die möglichen Schritte, um den Ausbruch eines weiteren Krieges zu verhindern? Die Weltgemeinschaft muss sich einmischen und Druck auf Israel ausüben. Das ist das Wichtigste, weil etwas Schreckliches passieren. Und die Mehrheit in Israel leider ist so brainwashed und so ohne Seele, weil man so viele Jahre die Palästinenser unterdrückt, dann verliert man die Seele. Leider und die andere, die Kinder von anderen und die Toten von anderen sind nicht wichtig überhaupt. Sie zählen nicht. So, das ist die schreckliche Lage. Aber wenn die Weltgemeinschaft will sich einmischen, wenn wir Druck auf Israel ausüben, wenn man wird Israel zeigen, dass das völlige Recht hat Geltung auch auf Israel und nicht nur irgendwo, Israel muss die Gebiete räumen und sicher die Blockade von Gaza wegschaffen. Und muss man Gaza neu aufbauen. Man sagt, dass dazu braucht man 20 Jahre. Können Sie sich vorstellen, wie zerstört ist das? So, man muss Frieden schließen. Frieden mit Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für die Palästinenser. Muss man die Flüchtlingsfrage lösen. Und es gibt Friedensvorschläge von den Palästinensern und von der Arabischen Liga. Das ist kein Problem. Das Problem ist, dass Israel will die Gebiete haben. Sogar jetzt hat man 400 Dunam beschlagnahmt irgendwo neben Gush Etzion, um eine Siedlung zu bauen, als Rache für die drei, die ermordet wurden, die drei Siedler. Sie wissen, Israel will vollendete Tatsachen zeigen. Es gibt schon mehr als 500.000 Siedler. Die Siedlungen sind völkerrechtswidrig. Das Völkerrecht wird das nie anerkennen. Und jetzt ist UNO, es gibt Sicherheitsrat. Einmal sollen die Amerikaner kein Veto anlegen. Und eine Israel dazu zwingen, Frieden schaffen und die Gebiete, die sie 1947 erobert hat, befreien. So will das Völkerrecht.
Das heißt, die Palästinenser wollen nicht etwas, ich weiß nicht, vom Himmel. Sie wollen, sie begnügen sich mit 22% vom historischen Palästina. Das ist ein kolossaler, kolossaler Schritt vorwärts. Aber Israel will das nicht. Das ist die heutige Israel. Die Mehrheit, nein, nein, wir haben Friedenskräfte, Gott sei Dank, und Menschen mit Gewissen, das ist nicht alle, alle sind so, ich bin auch ein Israel, aber die Mehrheit leider, leider ist anders. Und muss man die Mehrheit überzeugen, dass weiter geht das nicht. Das muss man das ändern, diese Politik. Frau Lange, lassen Sie mich hier nachhaken und Sie als Jüdin, als Israelis fragen, wie sich das Land geografisch innerhalb dieser 50, 60 Jahre geändert hat. Sie wissen, was soll ich Ihnen sagen, dass wenn man das andere Volk, das heißt die Palästinenser, entmenschlicht, dehumanisiert, entmenschlicht. Das heißt, man tötet, man foltert nicht Menschen, Unmenschen. Leider, leider, wir kennen solche Systeme. Ich will das nicht sagen, weil ich alleine Holocaust-Überlebende bin. Aber die Wahrheit ist, dass das Leben der anderen zählt nicht. So hat man das gelernt, mit so vielen Kriegen. Kriege, Kriege und Kriege haben wir. Frau Lange, man spricht permanent von einem menschenwürdigen Leben für die Palästinenser. Sind aber die Voraussetzungen dafür gegeben? Sie verstehen, solche Rechte sprechen, muss man die Siedlungen räumen. Ich weiß es nicht, welche, was für eine andere Lösung ist. Aber wenn man will einen lebensfähigen palästinensischen Staat gründen, muss man dazu doch Land haben. Und das Land ist jetzt, Sie wissen, zerstückelt. Durch Siedlungen, Mauer, das alles muss weg. Sie wissen, das alles lohnt sich, weil Israel wird nie Sicherheit haben ohne Frieden. Von Krieg zum Krieg geht. Von einem Auseinandersetzung einem zu anderen geht. Das heißt, wie kann man so leben? Frau Lange, Sie sprachen immer wieder jetzt im Laufe dieses Interviews, dass die Staatengemeinschaft, dass die USA etwas unternehmen sollten und mehr Druck auf Israel ausüben sollten. Aber sehen Sie dafür diese Möglichkeit, wie realistisch ist dieser Wunsch Ihrer Ansicht nach? Mein Lieber, muss man dafür kämpfen. Ich kämpfe, Sie wissen, jahrelang und mit mir viele andere. Muss man kämpfen, muss man aufklären, muss man der Welt zeigen, wie leiden die Palästinenser. Muss man zeigen, dass sie den Willen zu Frieden haben und zum Kompromisse. Das muss man zeigen. Die Welt weiß nicht, weil auch die israelische Propaganda, die geht zusammen mit amerikanischer Propaganda, ist so, dass sie zeigt nicht die Wahrheit, sie zeigt das von anderen Winkel, sie wissen, wie heißt das, von anderen Sicht. Und dann weiß man nicht. Sie wissen, jetzt haben Hunderte, Tausende demonstriert für Gaza. Menschen in der Welt. Das ist schon etwas Positives. Nicht genügend. Muss man weiter. Muss man die Regierungen dazu zwingen, dass man kann weiter nicht so nicht so leben. Man kann nicht dulden eine Besatzung von 47 Jahren in 21. Jahrhundert. Das ist
das ist unvorstellbar und unannehmbar. Vielen Dank, Frau Lange, für dieses Gespräch. Und alles Gute allen.